Ja, als ich angefragt worden bin, ob ich hier einen Vortrag halten soll, habe ich mir schon gedacht, was habe ich eigentlich mit Verwaltungen und öffentlichen Verwaltungen zu tun, bis mir dann eingefallen ist, ich arbeite ja auch für eine nachgelagerte Behörde bei der Hochschule München und habe dann gedacht, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, weil seit ich an der Hochschule bin, seit 11 oder 12 Jahren, hat sich doch ziemlich viel verwandelt an der Hochschule. Und zudem bin ich so ein bisschen auch das Spannungsfeld gewöhnt von einer Hochschule und von einem hoffentlich dynamischen Entrepreneurship Center, das eigentlich sehr unabhängig ist von der Hochschule, wir aber doch ziemlich gut zusammenarbeiten. Und dann habe ich gedacht, na ja, vielleicht wird es trotzdem ganz interessant. Als ich jetzt den Vortrag vom Herrn Fäth gehört habe, habe ich gedacht, muss ich da noch was hinzufügen. Ich stimme dem nämlich ziemlich zu. Aber vielleicht denkt ja ein Physiker ein bisschen anders als ein Psychologe und vielleicht können wir da auf einem anderen Blickwinkel nochmal auf das gleiche Thema schauen. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass in Deutschland Verwaltungen sehr, sehr gut funktionieren. Ich war während meinem Studium ein Jahr in Italien, in Genua. Und da weiß man, wenn man zurückkommt, wow, wir haben hier wirklich rosige Zeiten. Wenn man wirklich mal sich irgendwo anmelden will an einem Office und so weiter, sind Schlangen, braucht wirklich eine Woche, bis man wirklich zumindest mal irgendwie eine Aufenthaltserlaubnis und weiß ich was kriegt, was bei uns einen halben Tag dauert. Ja, wir jammern zwar, aber wir jammern auf ziemlich hohem Niveau und dass manche Sachen so aussehen in Italien, bei uns gibt's das ganz, ganz selten. Ja, also ich glaube, wir sind sehr, sehr gut organisiert und meiner Meinung nach macht uns das auch ziemlich erfolgreich mit so einer guten Verwaltung. Und ich bin mir sicher, zu 90% oder vielleicht zu 95% sollten wir die Qualitäten, die wir bei uns in öffentlichen Behörden und Verwaltungen haben, auch beibehalten. Darum also, ich bin ganz optimistisch, wie gut wir sind und ich glaube gerade, wenn ich so sehe, wie wir digitalisieren wollen, wie wir noch transparenter werden wollen, eigentlich werden wir immer noch besser und können die Sachen noch besser. Jetzt nur das Problem ist, dass es manchmal Situationen gibt, da müssen wir mit Unsicherheit umgehen. Da wissen wir noch nicht so richtig, was uns eigentlich die Zukunft bringt. Und dann wird es plötzlich schwierig. Also wenn man denkt, vor 2 Jahren, als die ganzen Flüchtlingswelle hier rübergekommen sind, wow, was machen wir jetzt? Da waren wir völlig überfordert. Ich glaube, ja, in München haben wir das ziemlich gut hingekriegt noch. Aber trotzdem, die ganzen Diskussionen, die das ausgelöst hat. Oh, jetzt kommen plötzlich mal ein paar mehr Flüchtlinge. Was machen wir damit? Ganze Wahlen werden damit beeinflusst, weil wir mal ein paar Flüchtlinge nur vor 1 Jahr mehr gekriegt haben. Das heißt also, wir haben vor Veränderung so viel Angst, dass wir eigentlich sagen, wir wollen da gar nicht hinkommen. Und da ist die Frage, naja, wenn solche Veränderungen kommen, hat vielleicht eine Verwaltung noch was anderes zu tun, andere Aufgaben, als nur zu sagen, naja, wir müssen die Dinge, die wir wissen, dass wir sie machen müssen, richtig, richtig gut machen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen in andere Länder geguckt. Wenn wir jetzt mal nach USA gehen, in Silicon Valley. Silicon Valley ist nicht entstanden, weil da ein paar Entrepreneure da waren und die gesagt haben, wow, jetzt müssen wir anfangen, gut zu arbeiten. Silicon Valley, da hat ein Staat zusammen mit Verwaltung eine große Vision gehabt. Wir wollen hier eigentlich ein Innovationszentrum im Silicon Valley schaffen. Ja, da war der Staat, der Entrepreneur. Der hat gesagt, vorher haben wir das Spielfeld gesehen, wir kreieren das Spielfeld so, dass auf dem Spielfeld eigentlich Entrepreneurship passieren kann. Da gehört eine Kultur dazu, da gehören die ganzen Administrationen dazu, da gehören Transportwege. Also ich muss ganz anders organisieren, wenn ich sage, ich möchte ein innovatives Valley aufsetzen, als wenn ich sage, na ja, wir machen so weiter, wie wir es bisher immer gehabt haben. Und da muss sich Politik und Verwaltung ziemlich gut einig sein, dass sowas klappen kann.
Weil wenn wir sagen, oh, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen und wir haben gar nicht, gehen gar nicht den gleichen Weg, gibt es eine Riesenschwierigkeit. Vor 2 Wochen war ich in China. Absolute Hammer, was da passiert. Also über in Shanghai. Ich habe ein paar Universitäten angeguckt und ich habe ein paar Entrepreneurship Center angeguckt. Da ist das Spiel ein ganz, ganz anderes als in den USA. In den USA haben wir das Spielfeld so gesetzt, dass wir den Einzelnen stark machen. Wie schaffe ich es vom Tellerwäscher zum Entrepreneur? China ist eine andere Sache. Die haben ihren 5-Jahres-Plan und die sagen, wir müssen unternehmerisch werden. So, jetzt hat die Verwaltung, ich habe fast nur mit Verwaltungsleuten geredet, aber die reden, wir machen jetzt einen 40.000 Quadratmetern großen Inkubator da, dann haben sie uns hingefahren, wie sie das machen. Wir machen gleich noch 40.000 Quadratmeter private Wohnungen, dass wir Entrepreneurs anlocken können. Wie organisieren wir das alles? Die planen. China haben die meisten Parteieintritte auf der ganzen Welt in Relation zur Bevölkerung. Warum? Jeder Entrepreneur, der Entrepreneur werden will, muss in die Partei eintreten. Ja, ganz einfach. Und jetzt sieht man eigentlich, die USA, die verstehen ganz gut, wie sie so auf Dauer ihre Gesellschaft haben wollen. Die Chinesen haben eigentlich auch ein ziemlich gutes Ziel. Wie wollen sie ihre Gesellschaft haben? Welches gut ist, welches schlecht, will ich ja nicht beurteilen. Frage ist ein bisschen, wie sieht denn unsere Zukunft hier in Deutschland aus, in der Region aus? Haben wir einen genauen Plan? Und Digitalisierung, Zugänglichkeiten, Transparenz, das ist kein Plan. Das ist die Sache, wie machen wir die Sachen gut? Ja, wir sind wieder beim Plan. Ich glaube, wenn wir so eine Zukunftsvision haben wollen, dann hat die Verwaltung eine richtig, richtig spannende Aufgabe in Zukunft, weil die muss die 3 unterschiedlichen Parteien zusammenhalten. Politik und Verwaltung, wenn die sich nicht grün sind, sieht man in der Flüchtlingspolitik, schwierig. Wie soll das weitergehen? Jetzt könnten wir sagen, na ja, wir können wie die Wirtschaft werden. Wir haben vorher Vergleiche gesehen. Ach, Wirtschaft, das kann die Verwaltung von der Wirtschaft lernen. Viel, da komme ich auch noch drauf. Aber auf der anderen Seite sind wir keine Wirtschaft. Eine Wirtschaft ist da, die wollte erstmal Gewinnmaximierung machen. Und die können ziemlich einfach ihre Ziele messen. Ja? Eine Verwaltung kann das nicht. Eine Verwaltung hat nicht monetäre Ziele. Wie messen wir die? Die sind ja ein bisschen diffus. Wenn wir transparenter werden, können wir das richtig gut messen, was das bringt? Machen wir das überhaupt? Messen wir in so einer Verwaltung, wie gut wir sind? Kriegen wir da ein Incentive dafür, wenn einer richtig gut arbeitet? Schwierig. Also da gibt es so ein paar Unterschiede und trotzdem müssen wir mit der Wirtschaft die nachher aussteuern. Und dann gibt es natürlich die ganze Zivilgesellschaft. Für die sind wir eigentlich da. Eigentlich wollen wir alle ein gutes Leben haben und das wollten wir natürlich unterstützt haben. Also da müssen wir eigentlich die Verwaltung reinsetzen. Wie können wir die 3 Parteien hier aussteuern? Und das wird schwierig, wenn ich, wie ich es vorher gesagt habe, wenn es um Veränderung geht. So, und einfach mal so ein bisschen das zu zeigen, wo das Problem vielleicht ist, zeige ich Ihnen ein kleines Experiment oder wir machen ein Experiment. Und da hat es einen Nobelpreis dafür gegeben von einem Frank Knight, vor längerer Zeit schon. Und das Schöne ist, es ist ein Schokoladenspiel. Ich habe keine Kosten gescheut für Sie beim heute Morgen die beste Schokolade hier zu kaufen, wenn Sie mitspielen. Ich sage Ihnen, wie das Experiment geht. Ich habe 3 Urnen, einmal Glas von meiner Frau. Hier habe ich noch 2 andere Urnen stehen. Aber wir fangen mal ganz einfach an. Mit einer durchsichtigen Urne sind schwarze Schokoladstückchen drin und weiße. Was wir jetzt machen, ich schüttel ein bisschen. Und der mit mir spielt, der macht die Augen zu, greift rein und sagt, ob er eine weiße Schokolade oder eine schwarze Schokolade sieht. Okay?
wenn sie es richtig haben, kriegen sie 2 Schokoladenstücke. Wenn sie es falsch haben, müssen sie ihre Schokolade wieder reintun. Ist okay, das Spiel? Verstanden? Dann testen wir mal. Wer hat Lust mitzuspielen? Von der Götterspeise. Super Schokolade. So, jetzt weggucken. Was zuerst sagen? Blau, schwarz oder weiß? Weiß. Na dann, Sie sind Optimist. Oh. So sind die Spielregeln. Wer will noch testen? Schwarz oder weiß? Wow, perfekt. Jetzt kriegt er 2, oder? Haben wir ausgemacht. Wunderbar. So einfach ist es bei mir zu gewinnen. Wer will noch? Super. Schwarz oder weiß? Augen zu und dann zugreifen. Oh. Wir machen noch eine, dass ich ein bisschen die Schokolade wegkriege, sonst werde ich zu dick. Schwarz oder weiß? Mal ein Test, ob er die Augen auch zumacht. Wow, super. Wieder ein Gewinner. Sie haben es kapiert, wie es funktioniert? So, das war natürlich einfach. Jetzt machen wir es schwieriger, weil wahrscheinlich haben die, die jetzt gewonnen haben, ein bisschen geschummelt. Darum. So, jetzt sehen Sie nicht mehr, ob Sie schwarz oder weiß ziehen. Jetzt ist es wirklich gerecht. Wer will nochmal mitspielen? Okay, schwarz oder weiß? Weiß. Augen zu. Oh, rot. Pech gehabt. Wer will nochmal? Schwarz oder weiß? Schwarz. Okay, Augen zu. Oh, rot. Wieder nichts. Schwarz oder weiß? Rot. Oh, grün. Sie dürfen auch schwarz oder weiß? Grün. Oh, rot. Schwarz oder weiß? Weiß. Gut. Manche brauchen länger, manche kürzer. Oh, rot. Jetzt klappt's. Bin mir sicher. Schwarz oder weiß? Rot. Ach, Mist. Einmal, Sie dürfen auch. Sie mögen Schokolade, oder? Ja. Schwarz oder weiß? Weiß. Nein. Jetzt denken Sie nochmal drüber nach. Was ist drin? Welche Farben? Rot. Grün. Wir testen nochmal. Eins will ich ja hergeben. Schwarz oder weiß? Oh, Sie dürfen auch nochmal. Rot. Was ist denn los? Hier. Schwarz oder weiß? Yeah, super. Sie haben es kapiert? Sie waren ganz, ganz gut mit dem Lernen. Dass eigentlich keine Weißen und Schwarzen drin sind, sondern Rote und Grüne. So, aber jetzt kommt das wirkliche Experiment. Wir machen es noch ein bisschen schwerer. Das wissen Sie schon, wir wissen gar nicht, welche Farbe vielleicht drin ist. Trotzdem frage ich mal, schwarz oder weiß, wer will mitspielen? Sie dürfen auch mal. Schwarz oder weiß? Schwarz. Ziehen Sie. Wir kriegen beide. Oh, leider nicht. Tun wir wieder rein. Schwarz oder weiß? Oh, wieder nichts, was ganz anderes. So, das war das Experiment schon. Und für sowas hat es einen Nobelpreis gegeben.
Komisch, gell? Die Frage ist so ein bisschen, warum gibt es für so ein Experiment den Nobelpreis? Was haben wir gelernt davon? Ich muss hier drauf drücken. Erstens, Sie können vorhersehen, was drin ist, ja? Weiß oder schwarz, dann 50% Wahrscheinlichkeit. Beim nächsten, er hat es ganz geschickt gemacht, oder Sie haben es ganz geschickt gemacht. Ach, wenn ich zwei Weiße gegeben habe, dann sage ich eher schwarz, weil mehr Schwarze dann drin sind und so weiter. So, da fühlen wir uns wohl, weil wir denken, ist gut. Bei dem nächsten, da wissen wir zwar nicht, was drin ist, aber wir können einigermaßen schnell lernen, was drin ist. Nach dem vierten Mal wissen wir auch, da sind grüne oder rote drin. Wie gehen wir da um? Ah, wir versuchen so ein bisschen die Unsicherheit zu vertuschen und denken trotzdem noch, wir können irgendwie planen und danach passt es dann auch wieder in Plan. So. Und hier, ich glaube, da hätten wir lang spielen können. Sie wissen einfach nicht, was passiert. Das ist Unsicherheit. Wir können es auch nicht lernen, was da passiert, weil wir müssen einfach darauf reagieren, je nachdem, was rauskommt. Und den Nobelpreis hat es da dafür gegeben, dass der gute Frank Knight festgestellt hat, obwohl es viele Probleme gibt, bei denen wir nicht wissen, was in Zukunft kommt, versuchen wir, das mit den Regeln zu machen, wie wir vorhersehen können. Also wir versuchen zu planen, obwohl wir wissen, wir können nicht planen. Wir machen alles darauf zu machen und das ist oft das Problem. Das heißt also, was wir lernen müssen, ist, wenn es unsichere Situationen gibt, wo wir gar nicht so richtig wissen, was in Zukunft kommt, ist ja auch ein großes Versprechen. Stellen Sie mal vor, wie langweilig die Zukunft ist, wenn wir schon alles wissen. Aber wenn wir wissen, es gibt einfach unsichere Situationen, wo wir nicht wissen, was kommt, wo es um Veränderung geht, wie gehen wir damit um dann? Im Privatleben oder so sind wir eigentlich schon gar nicht so schlecht, mit Unsicherheit umzugehen. Jeder kennt dies, oder vielleicht noch einmal kurz, wir nennen das Effectuation anstatt Planen, wo wir dann suchen, auch welche Ressourcen brauchen wir alle, um das Ziel zu erreichen. Das ist manchmal so ein bisschen wie die Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Wäre doch dann das Prinzip eigentlich zu sagen, vielleicht wissen wir nicht, wo es hingeht, also ist das Ziel auch noch nicht klar. Und wir fangen trotzdem an, irgendwo hinzukommen. Und wir nehmen die Ressourcen, die wir da haben. Was hätten wir für Chancen bei den Flüchtlingen? Wenn wir sagen, wie nutzen wir die Ressourcen von denen, wenn wir nicht gleich wüssten, wir müssen eigentlich nur gucken, wie wir die stoppen können. Ja? Also Effectuation ist, wir fangen einen Prozess an, ohne dass wir genau das Ziel kennen. Schwierig. Ja, dann können wir keine Meilensteine mehr machen. Dann können wir noch nicht mal messen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wissen ja gar nicht, wo es hingeht. Dann brauchen wir andere Spielregeln. Ja? Wie gesagt, im Privatleben sind wir schon ganz gut. Wenn wir planen, wie sieht so eine Wiese aus, dann planen wir in Deutschland sicher so. Wie auf der rechten Seite. Aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn wir mal Dinge auf uns zukommen lassen und es wird sich schon irgendwie entwickeln. Ja? In der Kunst kennen wir das auch. Eigentlich kommt die Kreativität gerade daher, dass wir uns den Freiraum geben, mal was Neues zu machen. Wer hat Kinder? Oh! Jetzt planen wir mal, wenn das Kind auf der Welt ist. Planen wir ganz genau, okay, das soll Rechtsanwalt werden. Und dann machen wir alles, schon mit eins, so die ersten Hörbücher vorlesen lassen und wie auch immer, mit zwei die ersten Kurse. Manche machen das, aber meistens geht es schief. Also wir kriegen Kinder, obwohl wir eigentlich gar nicht wissen, was das für einen Beruf kriegen soll, weil wir noch nicht mal die Begabungen von dem Kind kennen. Ja? Wie machen wir es da bei Erziehung? Oh, wir bringen das vielleicht in, gucken mal, wo das seine Interessen hat. Geht es lieber tanzen oder macht es
ist es besser in Mathematik? Und dann gucken wir, wie sich das entwickelt. Und dann gibt es manchmal mehr Probleme, wenn dann die Pubertät kommt und wir denken, Hilfe, es wird nie was. Und dann geht es vielleicht doch wieder in eine richtige Richtung. Und meistens schaffen wir es doch ganz gut, dass so ein Kind, egal ob jetzt der Rechtsanwalt oder Musiker oder sonst was ist, dass wir schaffen, das Kind kann einer selbstbestimmten Zukunft entgegengehen, selbstbestimmtes Leben haben. Was wir also haben, wir haben kein klares Ziel, wie wir das gerade hier gesehen haben, bei hier, sondern wir haben nur eine Vision hinten. Wir sagen, wow, das Kind soll eine selbstbestimmte, eine glückliche Zukunft haben. Ja? Und dann gucken wir, wie sich die ganze Sache entwickelt. Wir lassen uns also auf Unsicherheit ein. Und ich bin jetzt, komme von einem Entrepreneurship Center, aber wenn wir Entrepreneurship mit Change mal ersetzen, Veränderungen, ja, plötzlich sehen wir Entrepreneurship oder entrepreneurial Vorgehensweisen ist für uns alle interessant. Weil ich glaube, in Zukunft kriegen wir noch viel mehr Change. Wenn wir erfolgreich werden, bleiben wollen, wie wir sind, dann brauchen wir sehr viel Veränderung. Wenn wir sagen, na, wir machen einfach weiter so, weil wir zurzeit gerade erfolgreich sind, dann bin ich mir sicher, dass wir eher gegenüber anderen Regionen eigentlich auch verlieren und vielleicht auch sogar in kleineren Dimensionen, nicht China gegen Deutschland, sondern vielleicht München gegen wie auch immer. Es kommt darauf an, wie können wir mit Veränderungen umgehen. Aber das Schöne ist, wenn wir mal Veränderungen als was Positives sehen und nicht versuchen, in unserer Komfortzone die Veränderungen zu machen. Ja, wir reden alle von Design Thinking. Bei Unternehmen, die kommen jetzt alle und sagen, ah, wir bauen Design Thinking und vielleicht noch Business Modeling und weiß ich was alles oder Lean Startup oder wie die ganzen Sachen heißen. Aber die bleiben in ihrer Komfortzone. Ach, dann ist es einfach. Dann mache ich mal einen schönen Prozess. Bei uns denken sie immer, die sind ja Spinner, die können ja nicht mal Management. Die sagen, da ist Chaos im Prozess, aber warum sollen wir die nehmen? Kann uns jemand den Designprozess so beibringen, dass wir es auch gut managen können? Die wollen Tools, wie sie es auch so schön gesagt haben. Ah, die bringen gar nichts, wenn ich in der Komfortzone bleibe. Eigentlich die Tools nutzen nur, wenn wir uns trauen, aus der Komfortzone rauszubegeben, uns auf Zukunft vorzubereiten. Und das ist auch der Unterschied, wir reden alle von Agilität. Was ist Agilität? Jetzt reden wir, wir machen die Scrum, haben wir heute auch schon gehört. Das heißt, wir machen den Planungsprozess kürzer. Wir machen jetzt die gleiche Planung in 2 Wochen oder in 1 Woche und dann geht's weiter. Das ist aber nicht mit Unsicherheit umgehen. Unsicherheit, da müssen wir also real-time planen. Ja? Und plötzlich haben wir jetzt andere Regeln. Wie sehen die Regeln aus, wenn wir nicht mehr messen können? Und ich glaube, da kann man von den Startups ganz gut lernen, weil Startups und junge Unternehmen, die fangen immer an, ohne dass sie was haben. Sie kommen mit irgendwelchen Ideen daher und dann wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Und meistens ist eine Idee nur dann gut, wenn die es nachher mit einem anderen Produkt an den Markt gehen, als sie eigentlich am Anfang vorgenommen haben. So. Was ist wichtig? Gehen wir doch mal wieder von unserer Region hier aus, München und Bayern. Wann war das? Vor 20 oder 30 Jahren, glaube ich, als wir mit der Cluster-Initiative angefangen haben, als wir noch ein Agrarland waren. Und dann zu sagen, wir haben die große Vision, wir wollen unser Land zu einem Hightech-Standort entwickeln. Ja? Es geht nicht von heute auf morgen, sondern wir brauchen Zeit. Wir brauchen einen Transformationsprozess. Wir können nicht auf einen Klicker setzen. Aber wenn die Vision alle teilen, dann funktioniert so ein Projekt. Wir haben ein großes Forschungsprojekt in Indien gemacht, nach dem Tsunami. Das war ein ganz spannendes Projekt. Wir haben geguckt, wie entstehen Innovationen und welche Innovationen sind erfolgreich und welche sind nicht erfolgreich. Und wir haben das im Bildungsbereich gemacht.
Problem war, alle Projekte, die von der Regierung finanziert worden sind und unterstützt worden sind, waren unerfolgreich. Das erfolgreichste Projekt war einer, der gesagt hat, ach, ich weiß noch gar nicht richtig, was ich machen will, aber für mich ist wichtig, dass die in den ländlichen Regionen die Kinder schnell wieder Bildung kriegen. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Also der hat eine Vision gehabt, ländliche Gebiete mit Bildung. Behörden, die haben immer die Sache gehabt, oh, wir müssen messen können. Könnt ihr das so und so viele Schulen bis da und dahin bauen? Und dann muss man jede Woche Zahlen abliefern. Die sind auf Dauer alle kaputt gegangen, die Projekte, weil die keine gemeinsame Vision gehabt haben. Der andere, der hat sich dann ein Team zusammengesucht, die alle gesagt haben, ja, wir glauben daran. Wir zusammen müssen die Kinder in ländlichen Gebieten wieder in die Schule bringen. Absolute erfolgreichste Projekt. Darum glaube ich, wenn wir nicht wissen, wo es genau hingeht, wo die Ziele sind, brauchen wir eine gemeinsame Vision. Wie kann das bei den Flüchtlingen schaffen, wenn hier die Verwaltung sagt, oh, wir müssen denen helfen und dann haben wir plötzlich eine Willkommenskultur und die Politik sagt Hilfe, aber eigentlich wollen wir das gar nicht. Wir wollen doch unsere Grenzen zumachen. Wo ist da die gemeinsame Vision? Und wenn wir es nicht schaffen, Politiker, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und die Verwaltung auf ein Thema einzustimmen, dann funktioniert es nicht. Ja? Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Zuerst mal zu gucken, wie schaffen wir es, alle auf einen Track zu bringen. Und das muss am Anfang geschehen. Das passiert nicht dann unterwegs. Da wird es immer noch problematischer. Also eine Vision muss man es am Anfang zusammen gestalten. Flüchtlinge. Ich glaube, was das Wichtigste ist, auch für Verwaltungen, wenn wir was sehen, wenn die Flüchtlinge kommen, können wir nicht ewig lang rumdiskutieren, dann müssen wir halt was machen. Wir müssen einfach mal starten, obwohl wir nicht so richtig wissen, wo es eben hingeht. Und das ist manchmal schwierig, weil man denkt immer, ah, wir brauchen ja schon unseren festen Plan und dann wird das schon gehen. Aber also ich kenne so manche Projekte, die ich auch in München aufzählen könnte, obwohl, wie gesagt, ich bin Fan von, wie die meisten Sachen klappen. Da wird 5 Jahre, 10 Jahre diskutiert und dann wird es danach doch wieder wie gemacht wie immer. Ich kenne mich jetzt in der Bildungspolitik einigermaßen aus und da denke ich auch, wir könnten viel, viel schneller sein, wenn wir einfach mal neue Erkenntnisse nehmen und sagen, ach, wir fangen einfach mal an umzusetzen, ohne dass wir jetzt einen ganz, ganz genauen Plan haben, wo es hingehen soll. Nächste Sache. Ich nehme immer so ein bisschen Themen, die ich gerade spannend finde. Wie gehen wir mit Mobilität um? Mit der ganzen Sache, brauchen wir jetzt E-Cars und so weiter? Ist doch spannend, dass wir vor 30 Jahren Nachtspeicheröfen propagiert haben. Erinnert man sich noch, oder? Wenn Sie jetzt einen Nachtspeicherofen kaufen wollen, sagt jeder, Sie sind doch verrückt. Nachtspeicheröfen, wir nehmen Braunkohle und wandeln das in Strom um und dann machen wir wieder Strom in Hitze. Völliger Quatsch. Und jetzt kommen Elektroautos. Was machen wir? Wir nehmen Braunkohle und wandeln das in Strom um und den Strom nehmen wir, dann machen wir dann wieder in Bewegung. Gucken Sie mal die Energiebilanz an, wenn Sie alles einzählen, von einem sehr effizienten normalen Auto und von einem sehr effizienten Batterieauto an. Ist nicht so, dass ein Elektroauto besser wäre. Hat vielleicht andere Vorteile von der Stadt, weil sie leiser sind, aber die werden ja jetzt schon einen Soundverstärker kriegen, die Autos ja, dass man sie dann wieder hört. Aber wir sagen einfach, wir müssen mal irgendwie opportunistisch was machen, also jetzt müssen wir Elektroautos planen. Und ich glaube, da wäre viel, viel besser zu sagen, ey, wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht. Wir wissen nicht, wo die Autos, so wie wir sie jetzt haben, das können wir vergessen. Aber ist es Wasserstoff? Ist es ein selbstfahrendes Auto? Ist es Elektro? Oder ist es wie auch immer? Wir wissen es nicht. Also wäre es doch viel, viel besser, als wieder einen Plan zu haben. Wir wissen schon genau, das muss das Elektroauto sein, zu sagen, wir sind dynamisch. Wir können vielleicht in einem halben Jahr auch nochmal wechseln und wir fördern auch die Dynamik. Und das sehen Sie bei jedem Start-up auch. Je schneller ein Unternehmen bereit ist, sich anzupassen an neue Umstände, umso erfolgreicher ist es. Ja,
Aber wenn wir da fast so schon wie in China einen Fünfjahresplan machen und jetzt müssen wir genau die Autos auf den Markt bringen, da nutzt die Politik, tut dir eigentlich keinen Gefallen, sondern eigentlich wäre es viel, viel besser, den Wettbewerb anzukurbeln und zu sagen, ey, wo könnte es denn hingehen? Aber da müssen wir auch bereit sein, mit Veränderungen umzugehen und die zu akzeptieren und zu sagen, ach, ein Wechsel ist eine ganz gute Sache. Bildungspolitik wieder. Als die Flüchtlinge gekommen sind, wie gesagt, erst haben alle gesagt, oh, was Flüchtlinge und arbeiten dürfen sie auch nicht und so weiter. Und jetzt war in Berlin ein 23-jähriger Student, der hat so einen Flüchtling bei sich zu Hause aufgenommen. Hat in einer Wohnung gewohnt und so weiter. Irgendwann hat er gesagt, du, aber es ist ja schon Wahnsinn, du sitzt die ganze Zeit hier rum und machst nichts, ist doch komisch. Er sagt, ich darf nicht arbeiten. Und dann ist ihm gekommen, naja, ich meine, die können ja zumindest studieren. Was hat er gemacht? Der hat eine neue Universität, Chiron University, aufgebaut. Es gibt die MOOCs, die Massive Open Online Kurse, das sind so Online Kurse in unterschiedlichen Dingen, wo die Universität anbieten, dass sie über Internet lernen können, am Computer, am Handy und so weiter. Und jetzt ist er nach Stanford gegangen, zum MIT in USA, nach China, in Deutschland hat er auch eine, ich glaube die RTWH Aachen, die haben ihre Kurse, ihre Online-Kurse denen kostenlos zur Verfügung gestellt, dass sie so ganz Semesterkurse für Studierende bereitstellen können. Jetzt stellen die 4 Semester Online-Kurse bereit, sobald sie ein Handy haben, haben sie eine Universität in der Tasche. Können einfach studieren. Und das letzte Jahr gehen die noch ein Jahr dann an die Universität und dann haben volles Bachelorprogramm. Wow, dann habe ich zu meiner Universität gesagt, da machen wir auch mit. Wir haben uns jetzt bis jetzt noch nicht entschieden, ob wir mit denen kooperieren sollten oder nicht. Oh, wir wissen ja nicht, wie sich das entwickelt und wie auch immer. Aber was hier wichtig ist bei der Universität, Timing, Timing, Timing. Wenn die 2 Jahre früher gekommen wären mit ihrer Universität, das hat kein Mensch interessiert. Die Leute sind wirklich im Mittelmeer ertrunken zu Tausenden. Wir haben alle weggeschaut. Wenn wir das jetzt machen würden, weil wir eigentlich haben wir kein Flüchtlingsproblem mehr. Die Leute wundern sich ja schon, dass so wenig da sind. Wir haben trotzdem, reden trotzdem noch über Obergrenze, weil wir uns ja nicht anpassen an Situationen. Aber zurzeit wird es kein Mensch interessieren. Aber als ja zu Millionen die Flüchtlinge gekommen sind, plötzlich war es ein großes Thema. Die haben Geld ohne Ende gekriegt. Von Stiftungen, von allem. Chiron haben jetzt eine Universität. Ich glaube, 3000 Studierende haben sie, haben, glaube ich, 60 oder 70 feste Mitarbeiter, 300 Freiwillige. Wow. Ja, 2 Studenten, die das aufgesetzt haben. Aber nur, weil sie zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle waren. Wenn sie da jetzt diskutieren, 10 Jahre, sollen wir es machen oder sollen wir es nicht machen, dann ist die Welt schon wieder was anderes. Also das sehe ich mit Agilität. Wenn ich ein Problem habe, dann muss ich mich damit beschäftigen und kann nicht anfangen, jetzt 5 Jahre das so genau zu planen, bis es losgeht. Und eine andere Sache ist, glaube ich, das sieht man an unserer Hochschule, als ich angefangen habe 2006 an der Hochschule mit dem Strashek Center, hat sich keiner für Entrepreneurship an der Hochschule interessiert. Was ist das? Der Herr Strashek war ein Venture Capitalist und hat, dem geht's ganz gut und hat gesagt, ach, ich spendiere mal 10 Millionen Euro an eine Hochschule, dass wir Entrepreneurship fördern können. Die wussten nicht, was mit dem Geschenkchen anzufangen am Anfang. Wir haben dann trotzdem angefangen und jetzt nach 10 Jahren ungefähr sind wir die Entrepreneurial Hochschule in Deutschland, Platz Nummer 1. Wir haben 20 Startups, die aus der Hochschule rauskommen. Ich glaube, der Erfolg war, dass das Strashek Center eben unabhängig war von der Hochschule und wir dann eine ganz gute Kooperation eingegangen sind. Das Strashek Center kann von heute auf morgen einen Vertrag unterschreiben, wenn wir sagen, ah, wir wollen kooperieren. Eine Hochschule braucht ein Jahr dafür, ungefähr. Wir sind ein junges Team mit 20 Leuten bei einer Hochschule, bis man das mit allen Professoren und mit dem Board abgestimmt hat. Schwierig, welche Strategie und so weiter. Die Frage ist, kann überhaupt eine öffentliche Organisation oder auch ein großes Unternehmen so dynamisch sein, um sich so schnell anzupassen?
Weil wir brauchen ja auch die andere Seite. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie alle Organisationen so agil machen. Die Bahn kann nicht am nächsten Morgen sagen, ach, heute fahren wir mal um 10 Uhr los, am nächsten Tag um 9 Uhr los, weil wir sind ja agil und wir wollen uns selbst verwirklichen und es macht Spaß, die mal unterschiedlich losfahren zu lassen. Es geht nicht. Das heißt also, eine Organisation, die länger am Markt ist, die hängt von ihrer Vergangenheit ab. Und darum ist meine Frage, wie müssen Organisationen aussehen? Macht es nicht Sinn, öfters mal zu kooperieren? Und ich war dabei, als wir vor 3 Jahren darüber diskutiert haben, die 3 Hochschulen, die haben alle so ein Entrepreneurship Center, da war die Stadt München dabei und auch das Ministerium dabei, wie können wir eigentlich die Stadt München mehr entrepreneurial machen, von der Stadt aus? Und ich fand es dann echt einen mutigen Schritt zu sagen, wir machen einen Spin-off, weil wir schaffen das in der Stadt nicht, sondern wir machen jetzt das Unique Startup. Und es ist eine tolle Organisation. Also die arbeiten sehr entrepreneuriell. Alle haben Lust, auch von den Entrepreneurship-Centern da mitzuarbeiten. Das heißt also, manchmal die Organisationsform zu wechseln, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache. Und vielleicht noch eine Sache zu Co-Creation. Wenn man das in der gleichen Organisation machen will, bin ich immer ein Freund von einer Yin-Yang-Organisation. Auf der einen Seite einen Teil der Organisation zu haben, die wirklich auch die Prozesse gut managen kann. Wir müssen es einfach hinkriegen, gut managen. Zu 90% müssen die Prozesse einfach laufen. Da muss die Müllabfuhr halt kommen, am nächsten, sonst ist es schwierig. Aber die 5% zu sagen, vielleicht haben wir so eine Kreativeinheit, die eben nicht in den Strukturen denken muss, weil der Meinungsvielfalt erlaubt ist. Dann plötzlich habe ich beide Seiten, Yin-Yang. Das Problem ist, bei den meisten Organisationen, die kriegen die Schnittstelle nicht hin. Wie profitieren die in der, sagen wir mal, Routineeinheit von denen, die dynamisch sind und andersrum? Also wie kann ich da sehen, wir helfen uns gegenseitig, um gemeinsam zu wachsen? Frage ist, wir haben jetzt, ich habe so ein bisschen versucht zu erklären, warum. Nächste ist Sache, was könnten wir machen? Dritte Frage wäre jetzt, wie können wir es machen? Wir haben vorher schon, glaube ich, ziemlich spannende Tipps gehört. Was ich auch sehr, sehr dran glaube, wir müssen zuerst mal die 3 Ebenen sehen. Wir müssen die Organisation sehen, die Gesellschaft sehen. Und in China läuft die Sache einfach anders als in Deutschland. Und wir haben ja auch eine Yin-Yang-Gesellschaft, wenn man sieht, okay, wir wollen Business vorantreiben, wir wollen erfolgsorientiert sein, wir wollen auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch ein ganz gutes Bruttoinlandsprodukt erzeugen und wie auch immer. Auf der anderen Seite kommen Veränderungen, da müssen wir uns anpassen, also Yin-Yang-Gesellschaft. Nächste Sache ist, wir müssen unsere Organisation ebenso anpassen, dass wir Standardprozesse gut abfahren können und auf der anderen Seite einen Freiraum haben, bei dem wir auf Veränderungen reagieren können. Und die dritte Sache, das haben wir vorher gehört, auch ist die Person. Wie kriege ich so einen Yin-Yang-Entrepreneur hin? Entrepreneur ist für mich eine Person, die sagt, ich habe Interesse, eigene Ideen auch, eigene Sachen, die mir wichtig sind, umsetzen zu können. Obwohl vielleicht gar nicht die Ressourcen da sind. Ja, und das heißt, ich muss also Leute motivieren, selbstbestimmt zu arbeiten. Ich muss Leute motivieren, Ziele oder Visionen zu haben, die es wert sind, umzusetzen. Aber ich glaube auch, wir müssen in Organisationen messen, ob wir gut sind oder nicht, und nicht messen, wie viele Leute wir durchgeschleust haben und so weiter, sondern messen, wie eine Organisation dazu beigetragen hat, die Vision zu verwirklichen. Ja? Und das ist schwierig, weil die ja so ein bisschen nicht anfassbar, nicht tangible sind. Wir machen das oft so, dass wir sagen, wir machen Interviews mit Mitarbeitern, mit Leuten und gucken mal, was denen wichtig ist und gucken da, ob wir Muster rauserkennen, was man dann nachher wirklich messen will.
Aber wenn man das messen kann, plötzlich ist das ein Incentive. Wenn wir nachher erzählen können und sagen, ich finde es immer schwierig zu sagen, wow, ich mache einen ganz, ganz tollen Job, weil wir jetzt noch ein digitales Programm eingeführt haben. Aber ich würde viel lieber in einer Organisation arbeiten, wenn ich sagen kann, guck mal, ich trage dazu bei, München grüner zu machen. Wow, das ist eine Vision. Ja? Und dann zu sagen, ah, wir machen das mit Digitalisierung, das ist auch wichtig. Sehr, sehr wichtig, aber motivieren, warum sollen wir digitalisieren, geht nur, wenn wir die große Vision haben und wenn wir die nachher auch messen. Also wir müssen die großen Ziele, wo es hingeht, messen und den Leuten auch sagen, da kann ich aktiv dazu beitragen. So ein bisschen, habe ich überhaupt noch Zeit? Ich rede und rede, ja, ich bin schnell jetzt. Frage ist, wie können wir das machen? Da haben wir vorher schon ein paar Tipps gehört, darum auf die erste Sache will ich gar nicht so groß eingehen. Aber ich glaube, wir müssen natürlich auch uns so eine Umgebung schaffen, bei dem wir auch Kreativität gefördert werden. Müssen wir alle an einem Schreibtisch gegenüber einem anderen sitzen, in einem kleinen Büro, oder können wir hier eine innovative Umgebung auch schaffen? Zweite ist, wie können wir Menschen befähigen, dass sie Eigenverantwortung kriegen? Und das dritte ist, wie können wir sie incentivieren? Ich weiß immer, dass es schwierig ist, bei einer Behörde sogar vielleicht monetär für die Ziele zu incentivieren, aber prinzipiell, glaube ich, wäre das eine ganz, ganz gute Sache. Zweite Sache ist, ich glaube, mehr entrepreneuriell zu denken, mit Unsicherheit umzugehen, das kann ich nicht sagen, jetzt denkt mal mehr entrepreneuriell und dann funktioniert, sondern das ist ein Prozess. Und das kann man lernen. Aber dann muss man einfach mal sagen, ah, vielleicht müssen wir auch gucken, ob man nicht eine andere Weiterbildungsmöglichkeit gibt, das nicht vielleicht mal ein Seminar ist, sondern das vielleicht auch mal über 3 Monate geht. Ein Prozess zu sehen, oh, was heißt das, wenn ich in Unsicherheit lebe und kommt nachher was Besseres, als wenn nicht. Wir haben vorher, es gibt Weiterbildungsangebote hier bei New Work. Es gibt bei uns Weiterbildungsangebote. Es gibt viele Dinge. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man nicht lernt, mehr Tools, sondern anders zu denken. Und das Dritte ist, glaube ich, auch von der Verwaltung, und unsere Hochschule hat gerade angefangen, wir sehen uns nicht mehr als Hochschule allein, sondern wir sehen uns als Teil der Gesellschaft, als Hochschule. Teil der Gesellschaft heißt, wir sagen, wir sind eigentlich dann gut, wenn wir auch was in die Gesellschaft reingeben können. Wir nennen das immer Third Mission. So, aber das funktioniert nur, wenn wir zusammen was machen. Was wir denken, dass da Zukunftswerkstätten vielleicht ganz sind, oder aber auch der neue Modebegriff, aber glaube ich ganz spannend, sind Living Labs. Das heißt, wir arbeiten mit unterschiedlichen Leuten zusammen, und es sind Verwaltungen, das sind Leute aus der Industrie, das sind Leute aus der Politik, das sind Leute aus der Wissenschaft, und gucken zuerst, entwickeln langsam mit der Unsicherheit, wo sind denn interessante Projekte, die wir zusammen angehen können. Wo wir uns so beeinflussen, dass wir eine ganzheitliche Lösung hinkriegen, ist besser als wenn, wo wir auch alle nachher zufrieden sind und eine gemeinsame Vision entwickeln können, ist wahrscheinlich interessanter, als wenn jeder sagt, ach, wir machen es für uns selbst. Wie gesagt, wir haben jetzt angefangen, unsere Hochschule solche Living Labs zu organisieren. Stadt München sind auch Leute mit dabei beim ersten Living Lab. Aber wir denken, wir wollen die auch nicht alleine, wir initiieren nur, aber dass das auch jeder initiieren kann, aber Leute woanders einzuladen, um gemeinsam Projekte, die offen sind, zu gestalten. Darum hoffe ich, dass unsere Verwaltungen so effizient bleiben, wie sie sind, aber trotzdem auch in Zukunft mehr Leadership kriegen und zu sagen, wenn es um Unsicherheit geht, können wir auch reagieren und können da auch einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten. Vielen Dank.